Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, wir sind hier unter Wasser und haben ein Forschungsboot gefunden. Das habe ich offscreen gemacht, weil man das auch wieder suchen musste. Und ja, es ist so, das hätte ich sonst nie gefunden mit ziemlicher Sicherheit. So, und jetzt wo wir hier sind, müssen wir dann, hups, wieder auftauchen. Okt. Also, insgesamt ein recht gutes Versteck, würde ich meinen. Also, wenn ich das Spiel nicht kenne oder in irgendeiner Weise eine Lösung hätte, naja, würde ich da wahrscheinlich erstmal eine Weile lang im Dunkeln tappen. So, hier haben wir Steinrätsel und ja, brauchen sowohl Stärke als auch Zertrümmerer. Deswegen gut, dass wir es dabei haben. Beides. Ja, ich kann es nur wieder immer wieder betonen. Und ja, ich habe leider nicht mehr ganz so viel Zeit für diesen Part, deswegen wird er vielleicht auch wie der letzte schon ein bisschen kürzer als die letzten sonst. Aber generell versuche ich ja, die Parts länger zu halten, damit wir hier irgendwann mal durchkommen. Denn Pokémon ist ja doch durchaus ein ziemlich langes Spiel, was sich dementsprechend auch ziemlich lange zieht. Und ich weiß nicht, ob das hier dann mehr Parts hat als die Nuzlocke Challenge von Blattgrün. Könnte sein, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dafür gebraucht habe. Irgendwas mit 70, glaube ich, aber sicher bin ich mir nicht. Wer es nicht weiß, bei der Nuzlocke Challenge kam ich bis zu den Liga-Rematches oder in die Pokémon-Liga zum Rivale. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die normalen oder die Rematches waren. Ich glaube aber die Rematches. Und ja, deswegen eigentlich war ich da komplett durch mit dem Spiel, bis halt auf den letzten Kampf, bei dem ich dann verloren habe. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gespoilert und ihr wolltet das noch anschauen, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Auch wenn das, also wenn die Nuzlocke Challenge vor allem gegen Ende hin in der Pokémon-Liga extrem spannend wurde, meiner Meinung nach. Also, das wurden echt ein paar coole Parts. Und wenn ich von meinen Videos schon sage, dass die cool sind, dann muss das schon was bedeuten. Weil normalerweise feiere ich bei mir nur meine Best-ofs, weil die von anderen Leuten sind und so Compilations und sowas, wenn ich sowas mal mache für Mario Kart Wii beispielsweise. Und ja, sowas in die Richtung eben. Weil sowas kann ich mir dann wirklich häufiger anschauen und dann denke ich mir, wow, da hast du was geleistet. Hey, so in die Richtung. Ist mein Stärke nicht. No. Mein Stärke ist nicht mehr aktiv. Schade an sich. Zack, zack, zack. Achso, das hätte ich nicht mal machen müssen. Ich weiß nicht, ob links, rechts oder oben jetzt hier angesagt ist. Das ist eine gute Frage. Ich kann es euch leider nicht beantworten. Aber ich hoffe dass einfach mal, dass ich hier einigermaßen richtig bin. So. Das sieht doch schon mal. Weiß ich nicht, ob das gut aussieht. Vielleicht komme ich ja direkt durch. Das wäre natürlich mal ziemlich krass. Kann ich mir ja kaum vorstellen. Ja. Hier musste man jetzt wahrscheinlich erstmal nachdenken. ich könnte theoretisch erstmal hier so durch. Ich gehe einfach mal nach unten, das sieht mir am nettesten aus. Oben sind die Eingänge so dunkel, hier hell, deswegen auf und hin da. Und wir sind wieder hier. Das ist ja interessant. Dann gehen wir mal in die anderen Gänge. Okay, dann wären wir hier direkt hingekommen über den anderen Weg. Macht möglicherweise Sinn. Möglicherweise aber auch nicht. So, dann gehen wir eben hier mal oben rein. Hui. Und hier haben wir. Aha, genau, das war das mit den Strömungen. Jetzt kann ich mich wieder so ein bisschen dran erinnern. Mal gucken, wie wir hier so. Wo wir hier so hinkommen mit. Ist eigentlich egal an der Stelle. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr egal. Okay, da können wir von hier aus nicht entlang. Dann gehen wir erstmal ganz außen rum. Ich gehe mal nach links. Genau, dann komme ich nämlich nach da oben. Und da werden wir uns mal umgucken. Oh, das sieht doch schon mal bosshaft aus. Zumindest schon mal vorbosshaft.
denn uns erwartet hier ein Doppelkampf tatsächlich. Und na, kommen die eher am Ende bei so Lagern? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst auf dieser Mittelinsel. Wahrscheinlich müssen wir da am Ende auch hin, weil Mitte ist immer richtig oder so. Aber egal, wir werden uns jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. So, Dohaidu und Meganeon. Die haben wenigstens noch schöne Pokémon, wie beispielsweise Dohaidu, das wir gut erledigen können mit Laubklinge. Oder natürlich mit Gigasauger, den ich jetzt einsetzen werde, weil Rangoon ein paar KP fehlen und so. So kann das ja nicht weitergehen. Und hier wird wieder ein bisschen rumgeschrien bei mir. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Taucher wird zwar gegen Dohaidu nicht viel bringen, aber ich setze es mal trotzdem ein. Ein bisschen was zieht es ja trotzdem ab. Wobei Dohaidu wahrscheinlich sowieso schon tot ist. Genau. Vielleicht setzt er ja schon ein neues Pokémon ein, dass das neue Pokémon schon von Surfer getroffen wird. Weiß ich nicht. Ist das so, dass das dann schon kommt? Ja, es kommt schon. Wunderbar. Ah, das wäre so cool gewesen, wäre da jetzt ein Feuer-Pokémon gekommen. Ich hätte so gefeiert. Aber ich feiere auch so, wenn... Ich feiere auch so, wenn... es beide töten würde, tut es aber nicht. Das eine ist jetzt auf Level 37 schon. Ach ja, ich habe heute Morgen irgendwie von der Mutter mitbekommen, was denn das Unwort des Jahres geworden ist. Oder das Jugendwort, meine ich, Entschuldigung. Unwort ist wieder was anderes, auch wenn manche Jugendwörter echt Unwörter sind. Und zwar, das Jugendwort des Jahres ist... läuft bei dir, ist auf jeden Fall ein tolles Wort. Ich weiß nicht, welches Rechengenie die da hingestellt haben, aber in meiner Welt sind das drei Worte. Naja, wie dem auch sei, also ist eine Redewendung, die es, denke ich, sogar verdient hat, da auf diesem Platzrang gewählt zu werden. Es gibt nämlich manchmal tatsächlich auch irgendwelche Jugendwörter des Jahres, bla, bei denen ich mir denke, hä? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Es wurde auch noch so ein anderes nominiert, irgendwie so das türkische Wort für Tier oder so irgendwas. Bitte was? Woher soll ich denn sowas wissen? Also ohne Spaß. Manchmal denke ich mir, was ist denn los mit der heutigen Menschheit? Läuft bei dir? Ja, habe ich vielleicht auch das eine oder andere Mal verwendet, aber auch nicht allzu häufig. Bin insgesamt nicht so der Fan von dem Jugendslang. Ich mache eher meine eigenen... wie heißen das nochmal? Anglizismen, genau. Beispielsweise Food Grab oder so. Ja, ja, das sagen die coolen Kids von heute. Ich nämlich. Oh nein! Nein, 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 nein! Ich kann mich noch so gut an das Rätsel hier erinnern und weiß genau, dass ich da ewig lange dran hing, weil ich es einfach nicht geschissen bekommen habe. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst davor, das hier zu verkacken. Am Ende war es nämlich richtig einfach. Aber ich saß trotzdem mega lange daran. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. So, ich glaube, so kann es schon mal nichts mehr werden. Wobei, nee, ja, nee. Nee. Oder? Doch, doch. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Rätsel war. Wenn ja, dann wäre das echt ziemlich bitter. Und ja, jetzt ist ja schon wieder Nebel angesagt. Die Saison ist eröffnet. Das ist ein riesengroßes Ding. Das ist die... Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Und wir haben hier tatsächlich eine richtig gute TM gefunden, und zwar Erdbeben. 100 Genauigkeit, 100 Stärke und Bodenattacke. Sprich, werden wir Maron, denke ich, beibringen. Oder ist der Stahlgestein? Ist Maron Stahlgestein oder Stahlboden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 100 Stärke, 100 Genauigkeit ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr ghoul. Ghoul. Und dafür weg kommt Walzer. Komm, hauen wir den Walzer raus. Erdbeben. Ist auf jeden Fall sehr cool. So, schön, dass man das hier einfach so findet. Hups. Ich würde ganz gerne mal einen anderen nach vorne tun. Wie wär's? Machen wir direkt Maron. Passt. Und ich werde einfach versuchen, hier noch ein bisschen weiterzukommen. Und wenn es nicht funktionieren sollte, werde ich wieder offscreen den Weg suchen.
So, das ist halt echt ein bisschen nervig an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt irgendwie weitergeht. Okay, es geht nach unten. Und zwar extrem weit. Doch, wo geht es hier weiter? Oh, das ist echt nervig. Ja gut, ich werde offscreen ein bisschen suchen. So, und da bin ich auch schon weitergelaufen. Einfach dem Gang entlang. Ich musste mir ein bisschen Hilfe von einem Video holen. Und wir haben hier den Aquaboss Adrian, der uns irgendwo herruft. Bleib sofort stehen. Ah, da kommt er ja schon an. Du warst also die ganze Zeit. Schau nur, schau nur. Schau, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Pokémon Kyogre ist. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Oh, das sehe ich nicht gerade als positiv an, denn der will mich wahrscheinlich ziemlich fertig machen jetzt. Aber ohne mich, ich werde dagegen was unternehmen. Und zwar werde ich einfach mal ganz fix ein Erdbeben auf den raushauen und gucken, wie viel das so abzieht. Na, geht. Ich meine, das Ding ist auch Level 41, deswegen schon recht stark, aber ich hätte jetzt echt erwartet, dass es mehr abzieht. Mein Angriff steigt stark, dafür bin ich verwirrt. Ich werde mal Eisenschweif einsetzen. Und, ja, okay, ich verletze mich selbst, das habe ich mir fast schon gedacht. Bei mir muss das ja immer zutreffen. Was passiert damit? Initiative sinkt stark. Oh mein Gott, der macht mich hier fertig. Oder der will mich hier fertig machen. Mit einem Bodycheck funktioniert das nämlich nicht so gut. Und komm schon, greif an. Ja. Oh, verdammt. Verdammt. Ich muss in 10 Minuten in der Nachhilfe sein. Jetzt muss es schnell gehen. So. 1100. Wunderbar. X-Bud. Da werde ich wechseln auf Blizzard, zumal Maron ja immer noch verwirrt ist und das dann nicht so viel Sinn macht. Ja, schick du nur dein X-Bud. Das mache ich fertig mit meinem Eisstrahl. Ich sag's dir nur. Oh nee, Konfusstrahl. Der hat ja nur so Dinger, die Verwirrung stiften können in meinem Kopf. Beziehungsweise in dem Kopf meiner Pokémon. Konfusstrahl vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Verwirrung bei Attacken unterschiedlich stark ausfallen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es beispielsweise bei dem, wenn mein Angriff stark steigt, die Verwirrung häufiger trifft, wie bei Konfusstrahl. Einfach, ja, man stärkt den Gegner ja, dass der verwirrt ist. Dann wäre es ja blöd, das einzusetzen, statt eine andere Verwirrungsattacke. Und, ne, wisst Bescheid. Der hat auch noch Supertränke, dankeschön. Aber ein Supertrank hält nicht allzu viel auf, deswegen. Ja, ist nicht mehr verwirrt. Danke. Könnte ein Eisstrahl durchaus ausreichen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Dankeschön. Und was hat er als letztes? Ein Torpedo. Wer hätte das gedacht? Dann hauen wir nochmal Rango rein. Und das ist auch schon sein letztes Pokémon, glaube ich. Naja, dann war der aber nicht so stark. War der Magma-Boss stärker, oder? Ich kann mich nicht mehr so richtig an ihn erinnern, deswegen möchte ich da jetzt keine Aussage drüber machen eigentlich. Aber ich hab's ja schon gemacht, deswegen. Verkackt an mich selbst. Erst nachdenken und dann reden. Aber das fällt bei Let's Play manchmal ein bisschen schwierig, weil man da möglichst viel vom Part mit sinnlosem Gelaber füllt, habe ich so das Gefühl. Was? Ich habe gegen ein Kind verloren. Ja, hast du. Opfer. Ich empfehle mich. Okay. Ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert, aber ich habe dieses hier in meinem Besitz. Mit diesem roten Kugel kann ich Kyogre. Die rote Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Oh, shit. Was geht ab? Don't stop till the gate up. So. Ja, was passiert jetzt? Es ist weg. Was? Schon wieder, Alter. Das kann er aber gut. Ich habe doch gar nichts gemacht. Die rote Kugel, warum? Wo ist Kyogre geblieben?
Dies ist eine Nachricht unserer Mitglieder draußen. Ja, was ist denn jetzt los? Es regnet? So heftig? Gut, genau darauf habe ich gewartet. Deshalb haben wir Kyokre erweckt. Und Team Aquas Vision von der Erweiterung des Meeres, der Meere zu realisieren. Was? Schon wieder, Alter. Es regnet stärker, als wir es vorausgesagt haben. Wir sind in Gefahr? Das kann nicht sein, es ist doch unmöglich. Was? Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Die rote Kugel sollte Kyokre aufwecken und unter Kontrolle halten, aber warum? Warum ist Kyokre verschwunden? Warum? Was hast du nur heraufbeschworen? Du hast Kyokre aufgeweckt, stimmt's? Was wird nur aus der Welt, wenn es bis in alle Ewigkeit regnen wird? Das Land wird untergehen und im Meer verschwinden. Was? Behandle mich nicht so von oben herab. Wart ihr es nicht, die Magma, die Groudon erzürnt haben? Solange ich die rote Kugel habe, habe ich auch die Kontrolle über Kyokre. Ich sollte es kontrollieren können. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Geh nach draußen und sieh es dir selber an. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Patrick, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Und da sind wir unter der Insel. Was ist jetzt passiert? Was? Für ein furchterregendes Szenario habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ja, hast du. Ich wollte doch nur... Begreifst du es nun, Adrian? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Patrick, sag jetzt nichts. Ich weiß, ich bin nicht der Richtige, um Adrian zu kritisieren. Aber wie die Dinge jetzt liegen, werden wir Menschen wohl nicht in der Lage sein, etwas zu tun. Aber wir dürfen auch nicht einfach daneben stehen und zuschauen. Adrian und ich haben die Verantwortung, dies alles hier zu ändern. Das ist hier unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Okay, und damit kommt Troy einfach mal angeflogen aus dem Nichts. Oh, oh, oh. Was geht hier vor? Das ist schrecklich. Nach der senkenden Hitze kam die Überschwemmung. Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen, nein, die ganze Welt untergehen. Von Xeneroville aus breitet sich eine gigantische Regenwolke aus. Was in aller Welt passiert da nur? Aber wir sollten hier nichts... die Zeit mit Reden vertun. In Xeneroville bekommen wir hoffentlich Antworten. Patrick, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tue nichts Unüberlegtes, okay? Ich gehe nach Xeneroville. Und ich würde sagen, wir folgen dem einfach mal, denn ja, in der Höhle finden wir bestimmt ein bisschen mehr Schutz, beziehungsweise im Vulkan, als hier draußen. Auf dem Wasser, da sollte man sich beim Gewitter bestimmt nicht ganz so gut aufhalten. Ist nicht ganz so sinnvoll. So, oh Gott. Hier sind jetzt auch noch Menschen. Mann, ich will doch... Oh nein, ich will doch endlich den Part beenden. Ich muss weg. Und hier sind Kyokre und Groudon waren es, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt gehen hier so epische Situationen ab. Und ich habe keine Zeit mehr. So, die haben sich also... Okay. Die unterhalten sich ein bisschen, denken sich, yo, komm, lass mal was Cooles unternehmen oder so. Und es hat aufgehört zu regnen. Ganz im Gegenteil, es ist auf einmal unglaublich hell. Oder, nee, es hat nicht aufgehört zu regnen, das waren nur Blitze. Na gut, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Ja gut, was hier in Xeneroville abgeht und ob die Welt wirklich untergehen wird, das erfahren wir im nächsten Part. Wenn es hier weitergeht bei Pokémon Smaragd, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Wäre nett, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ja, bis dann und ciao.